mich, Alter. Geiler Tag heute, Männer. Aber die Qualität war am Anstrich. Oh, da weiß ich gar nichts. Wenn man ganz schön hochguckt. Servus, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin heute wieder zusammen mit dem Thomas. Servus. Wir werden heute seine Wohnung streichen, die er hier gerade saniert. Hier haben wir letztes Mal schon die Spachtelwalze getestet. Das Video kam vor, das letzte, ich weiß nicht wann genau. Und heute zeigen wir, wie wir das Ganze streichen. Das Ganze machen wir mit dem Alice-Gerät. Das ist schon vorne aufgebaut. Mit welchem Druck wir arbeiten, welchen Rollen wir nachrollen und so weiter, zeige ich euch heute. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So. Ja, bevor es losgeht, natürlich erstmal die Maschine in die Farbe. So. Dann müssen wir jetzt Wasser aus dem Gerät raus. Dann brauchen wir jetzt noch die richtige Düse. So. Eine LP 519. Perfekt. Wofür steht die 519? 5 ist der Spritzwinkel und 19 ist dann die Bohrung, wie viel Zoll die groß ist. So, dann wollen wir heute auch nochmal verschiedene Walzen ausprobieren zum Nachrollen. Also Rollen, die wenig Struktur hinterlassen, die so ein schönes Oberflächenbild ergeben. Dann haben wir einmal hier die Großflächenwalze, die ja, gerade bei großen Flächen natürlich praktisch ist. Und dann habe ich hier nochmal zwei Walzen. Die haben wir bei uns im Shop, da bin ich echt ein Fan von. Und die will ich nochmal ausprobieren. Die ist nochmal einen Ticken größer, hat ein bisschen gröberes Floor. Wahrscheinlich wird es dann trotzdem die hier werden. So, jetzt testen wir auch nochmal ein kurzes Spritzbild. Okay, machen wir ein bisschen weniger Druck. Auf was guckst du genau? Aufs Spritzbild. Sieht gut aus. Wobei, probieren gleich nochmal eine andere aus. Theoretisch, so am Rand muss es so weich auslaufen. Ne? Hier ist noch eine ganz leichte Linie. So hier, das ist zum Beispiel zu wenig Druck, wenn du am Rand hier noch so eine Linie hast. Ne? Ja, das muss da nicht gehen. Wir probieren es mal damit. Super, machen wir. So, wir fangen jetzt an zu spritzen in dem Raum. Fangen an mit der Decke. Ich werde die vorspritzen. Thomas wird nachrollen mit der orangenen Walze. Und dann schaue ich, ob ich noch mit der großen nachgehe, um der Oberfläche noch eine feinere Struktur zu geben. Ich habe die Düse jetzt doch nochmal geswitcht auf die blaue, auf die 517er. Das sind die Standarddüsen. Und ja, Attacke. Erst habe ich hingehen und dann die Fläche einmal so abrollen. Okay. Komplett. Gar nicht so sehr darauf achten, einfach schön die Farbe verteilen. Wenn du merkst, du hast zu viel Farbe, kannst du so ein bisschen nach rechts rein. Ah ja, alles klar. Alles klar. Immer schauen, dass die Rolle sich bewegt, dass sie rollt. Ne? Ja, ja. Sonst ziehst du die Rolle, dann hast du eine andere Oberflächenstruktur. Alles klar. So, ich könnte jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen die Ränder abrollen. Ist okay. Wir rollen jetzt noch in eine Richtung von links nach rechts ab. Ach, Mann. Nicht so einfach, oder? Das war ein Satz mit X. Und jetzt will ich beim Abrollen nicht mehr so viel Druck drauf geben. Nicht viel Druck aufgeben. Nicht viel Druck. Dann wollen wir dem Ganzen nur eine feine Struktur geben. Dann machen wir weiter mit Wenden. Wie, erzähl an dir, bist du zufrieden oder sag, was ich besser machen soll? Nee, ist gut. Ist okay, meinst du? Ja, ist gut. Ich glaube, die Richtung ist ganz gut. Ich spritze vor, du verteilst mit der Rolle nochmal schön gleichmäßig die Farbe und ich mache nochmal feine Struktur mit der großen Walze.
Mir reicht doch eine grobe Struktur. Mir ist so egal. Hauptsache, es ist weiß. Wie die Struktur ist. Mehr, weniger. Das ist egal. Ja, wir machen das schon gescheit. Zimmer 1 fertig, jetzt geht's ins nächste. Männers, auf euch! Macht schon Spaß. Jetzt wird's ernst, jetzt geht's ins Wohnzimmer, Esszimmer, Flur. Das ist alles eine durchgehende Decke. Da müssen wir natürlich noch gründlicher arbeiten. Und ja, wir fangen hinten im Flur an und ziehen dann das Ganze durch bis hier vorne. Thomas, dann gehen wir mal zusammen trainieren. Ja, mal pumpen alle richtig oder was? Und wie läuft's bei dir? Wann gehst du? Heute wieder? Heute Donnerstag, ne? Morgen wieder. Was machst du? Brust, Bizeps wie jeden Tag. So, wir fangen jetzt nicht sofort an mit der Decke, sondern machen erst hier in dem Bereich die Wände, weil wenn wir mit der Decke starten, müssen wir durchziehen. Okay? Das ist jetzt eine Ausnahme. Normalerweise sage ich immer, mit Decke anfangen, dann Wände. Jetzt ist das eine Ausnahme. Alles klar. Okay. Hier passiert. Da löst sich irgendwas. Da löst sich was. Oh. Liebe Leute. Du liebe Zeit. Was ist das? Mein Band eingespachtelt. Mein Band? Nein. Dass man das nicht gesehen hat. Ja, klebt die Farbe nicht da rein. Nein, ich mach nichts. Jetzt an die, bleib so. Was kann man da vertricksen? Ja, also warten, bis es trocken ist und dann kann man es wieder festkleben. Ne? Ja. Da werden wir heute noch einmal streichen. Was, einmal streichen? Du musst das erst reparieren und dann müssen wir alles nochmal streichen. Nee, Karl, aber kein Fetz. Jo, wenn du da rummachst und das dran klebst, dann wirst du es später immer sehen. Da sieht man gar nichts mehr. Wenn ich das mache, Andi. Du hast es ernst gemeint, ne? Gell? Nee, ich mein's ernst. Jetzt ohne Spaß. Andi, das bleibt wie es ist, ich kenn deinen Trick. Du kennst einen Trick? Ja. Ich nehme eine Spritze, ja. Fülle die mit Kleber, ja. Spritz da rein und kleb's hoch. Ja. Und dann brauchen wir gar nichts mehr machen. Da wirst du aber sehen. Kann ich nicht mit dem Ding rollen nochmal dann drüber? Nee. Seht man das, meinst du? Ach. Du musst mal Nackenspann decken. Ja, nee. Ihr labert, ich mach das schon. Jetzt den zweiten Anstrich. Hier spritze ich die Wände nur noch mal fein drüber. Die Decke, die werden wir dann trotzdem noch mal nachrollen. Gut. Das ist gut, Andi. Oh, das ist doch gut. Andi, das ist gut, ehrlich. Ah. Ach so, ist wieder reingekommen. Was. Ja, so lassen. Ja.
War das letzte? Ja. Also die Kamera tut mir gerade ein bisschen leid, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber die kriegt auch nicht Farbnebel ab. Aber kein Problem, wir machen weiter, das machen wir später wieder sauber. Wir haben die Räume jetzt alle gestrichen, jetzt geht es ins Badezimmer, dazu habe ich gerade eben die Farbe gewechselt. Jetzt streichen wir mit einer Silikatfarbe, mit der Sturkolor Seal Comfort. Ist nur das eine Bad, ist jetzt wahrscheinlich auch schnell gemacht. Attacke! Maske. Passt. So, wir haben die Wohnung durchgestrichen, das Ganze zweimal. Wie lange haben wir gebraucht? Wann war ich hier? 9, halb 10? Halb 10? Jetzt haben wir 3, 20 nach. Die Maschine ist sauber, jetzt trage ich alles ins Auto. Thomas, ich hoffe, du bist zufrieden mit der Arbeit. Sehr, super. Sehr. Besser geht's nicht. Sehr gut. Das Ganze ist jetzt natürlich noch am Trocknen. Wenn das durchgetrocknet ist, vielleicht mache ich dann nochmal Videoaufnahmen, pack das noch rein. Wenn nicht, irgendwann seht ihr es. Irgendwann seht ihr bei mir auf dem Kanal. Genau. Tommy's Project. Schreibe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Schaut da auch gerne mal vorbei. Und ja, das war's für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten abonniert den Kanal, setzt auch ein Häkchen an die Glocke. Ihr kennt das Spiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao. Ciao.